Und jetzt zeigen wir der Jaro, der. Ja, wir legen dich jetzt mal auf den. Ja, wir legen dich jetzt mal auf den Bauch und dann wirst du uns mal zeigen, ob du das auch wirklich, ob du überhaupt da Lust zu hast. Und wie wir dir da helfen können. Okay? Okay? Ich zeig's mal. Ja, ich zeig's mal. Ich zeig's mal, wie es geht. Wir legen dich mal auf den Bauch. Wir legen dich auf den Bauch. Ah! Da ist er. Ah! So, jetzt gucken wir mal, was wir hier dir schön hinlegen. Das müssen nämlich da liegen. Ja, also er hat noch den Schwerpunkt sehr weit vorne. Und wir helfen ihm jetzt, indem wir etwas unter seine Brust legen. Guck mal, was ich mache. Mal gucken, ob es jetzt länger geht. Ja, guck mal, wie schön du das machst. Guck mal, da ist das Häschen. Ja, er hat noch sehr stark die Hände gefaustet. Das ist vollkommen normal. Das ist der Greifreflex, der baut sich langsam ab. Und jetzt versuchen wir, dass wir ihm hier auch ein bisschen Hilfe geben. Mhm. Und guck mal, wie schön er jetzt den Kopf einstellt, ja? Also man soll die Bauchlage schon auch anbieten im Alter von 3 Monaten, aber nicht zu viel. Rückenlage ist die Selbsterfahrung viel, viel wichtiger am Anfang. Ja, stützen ist wichtig. Immer ein bisschen mehr die Arme zusammennehmen. Ja, und ein bisschen auch in Bewegung bleiben. Das ist viel einfacher, wenn du in Bewegung bist. Ja, guck mal. Ja, guck mal, da bist du gar nicht mehr müde, ne? Ja, Kinder lieben Druck. Kinder lieben Druck. Super. Und das würde ich jetzt so 5-6 Minuten machen und immer mehr steigern. Und das reicht dann aber auch. Dann wirklich wieder wegnehmen, drunter fassen, vorsichtig wegnehmen, ablegen. Und du siehst sofort, wie stark er dann wieder nach vorne kommt, dass es ihm wirklich sehr schwer fällt. Ne? Der Kopf ist überstreckt, er schwimmt. Und dann drehen wir dich, wie wir das beim Anziehen auch und beim Ablegen gewöhnt sind, schön wieder zurück auf den Rücken. Ja, und immer wenn du wieder auf dem Rücken ankommst, zeigen wir dir, hier ist die Mitte. Hier sind wir wieder. Ja, hier sind wir wieder. Gut trainiert. So, ich zeige dir einfach mal, wie es geht mit der Bauchlage auch, wie er ausdauernder auf dem Bauch liegen kann. Wir legen ihn ganz vorsichtig über so ein Keilkissen. Ja, da kann er auch ein bisschen schön gucken, ne? Ein bisschen, dass er die Ellenbogen noch ein bisschen drauf hat. Ja, ja, das ist auch leichter, ne? Ist auch klar. Ja, jetzt schwimmt er ein bisschen. Besser wäre noch, wenn er die Ellenbogen wirklich an den Rumpf lässt. Genau, du kannst ein bisschen mit ihm spielen, zum Beispiel den Ball. Ja, das wäre gut. Das ist also mit Hilfe eines Keilkissens. Das kriegt man ja im Fachmarkt, aber auch so schon mal zu kaufen. Was auch eine schöne Variante wäre, wäre den Schwimmring wieder zu nehmen. Und zwar, nee, das kann man ruhig da lassen, dann ist es vielleicht jetzt hier durch die weiche Unterlage ein bisschen besser, dass er es noch leichter hat, indem er dann da, du kannst aber gerne mit ihm spielen. Genau, so schafft er es auch, dass er einfach ausdauert, da schau mal, wie schön er jetzt wirklich die Arme nach vorne hat und so ein bisschen es erleichtert hat von dem Kopf, von der Kopfposition. Ne? Ja, man muss ihn ja ganz langsam daran gewöhnen. Ne? Nicht zu lange, denn die Bauchlage ist auch sehr anstrengend und die Nackenmuskulatur verspannt sehr schnell. Ne? Kann ihn immer wieder ein bisschen beruhigen. Genau. Schaut ihr da auch genau hin? Die Händchen sind natürlich noch sehr, sehr stark zu, aber die kommen werden immer weiter aufgehen, ne? Prima. Und das übst du immer ein bisschen und dann aber wieder sofort zurück in die Rückenlage. Okay. Jetzt zeige ich dir, wie man sein Kind in dieser Schoßposition ein wenig zur Ruhe kommen lässt. Die Hand auf den Bauch. Ganz entspannt, dass es sich einfach mal schön mittig spürt. Ich kann auch die Hand auf den Kopf geben, zeigen, da sind deine Enden. Auch die Füße mal einfach kräftig halten. Super. Auch mal die Füße zueinander, das sind deine Füße, die spürst du. Ja, dasselbe mit den Händen. Ich greife die Hände, ein Kind möchte einen starken Druck auch mal spüren, sich selbst spüren dürfen. Das lernt es jetzt über deine Handgriffe, über dein Handling. Hand, Hand,
Koordination ein wenig zeigen. Das sind meine Hände. Ist mein Mund ganz wichtig. Ganz viel läuft über den Mund ab. Genau, auch mal ruhig wirklich so ein bisschen auch bearbeiten lassen. Er sucht jetzt. Super. Gut. Und das ist mein Köpfchen. Genau, mein Köpfchen zeige ich dir jetzt. Diese ganze Erarbeitung der Wahrnehmung in dieser Position, gerade in der Rückenlage, möglichst lange, ausgiebig dem Kind zeigen. Genau, und wenn wir schon mal in der Position sind, können wir schön das Becken auch noch ein bisschen aufrollen, die gewünschte Beugeposition dem Kind zeigen. Genau, geh richtig schön ran an das Becken und versuche es aufzurollen. Ja, das ist erstmal ein bisschen ungewohnt. Das sollte auf dem Wickeltisch wirklich als tägliche Übung mehrmals gemacht werden. Und schaut, dass immer das Köpfchen schön mittig dabei ist. Genau, dass er wirklich die Mitte finden kann. Ganz wichtig, bevor es zum Drehen geht, muss er die Mitte lernen. Ja? Okay. Prima macht ihr das. Super. Sehr gut. Gut, und dann als Belohnung auch wieder mal den Nuki rein. Der Nuki ist gar nicht schlecht, der Nuki ist gut, damit das Kind wirklich schön die Mundmotorik erarbeitet, kräftig auch dran rumkaut. Und wenn der Nuki drin ist, streckt sich automatisch auch die Halswirbelsäule in eine schöne aufrechte Position. Prima, ne? Kinder mögen es schön in diesem Beugetonus. Super. Ja,